Das Erste, was mir auffällt, wenn du mal zu der Uhr aufschwenken willst. Also, was willst du? Ich hätte einfach, dass mir die Uhr geil sieht. Aha. Ich habe so eine Vision. Trinkt keinen Alkohol. Kommt niemals auf Aarau, weil da ist Crack City. Da siehst du nur komische Menschen. Aarau County ist im Fall hart chillig. Du kannst fehlen, wenn du willst. Das ist hart geil. Heute gehen wir auch Minigolf spielen, Drunk im Bowling Center. Das wird auch hart fun im Fall. Trampolin Gumpen, wir zahlen nicht. Hey, mal Fresse, Luki. Kannst du mal singen, so as the sea shadows. It's to the point where I love and I hate you and I cannot change you, so I must replace you. Für alle, die es nicht wissen, Tupac ist absoluter King und Gold auf dieser Welt. Westside. Ja, mein Handy verloren. Es gibt einen Hype momentan auf TikTok. Was heisst das blaue P-Emoji? Push and P. Die meisten wissen es eben nicht und ich gehe dem heute auf den Grund. Schön. Können wir das brauchen für ein TikTok-Video? Machen wir unerwähnt. Okay. Stell dir vor, hat jetzt gesagt, yo, you feel me pushing P means when you keep a player, you pushing a P. You know? Wenn du zum Beispiel da mit Grolino reingehst, oder? Und einfach ein bisschen trinken gehst, dann bist du pushing P. Ich glaube, er hat einfach irgendeinen Scheiß erzählt. Ja. Nein, einfach etwas. Pushing P steht irgendwie dafür, wenn du so etwas machst, so etwas Gutes, dann ist pushing P. Und wenn du es nicht gut machst, dann ist es trotzdem pushing P. So. Niemand weiß. Niemand weiß. Was meinst du, Push a P? Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. Of course I need you to talk more. Omar, Gustav. Respect. I sit by myself, talking to the... Kennst du das blaue P-Emoji? Das ist, wenn er schön ist, dann P. Und nachher, wenn er hässlich aussieht, dann XP. Kellike ist rum. Was ist rum? Kellike. 5742. 5742. Oma, Kellike, dort läuft zu viel. Okay, wir sind hier in Lenzburg. Hallo. Ich will ausrasten. Go. Kennt man in Lenzburg. Schon. Mit meinem Af. Was hat in Zürich so. Was hat der für eine Bedeutung für dich sentimental? Ja, man, das ist mein Begleiter, weißt du. Freitag oben lauf nichts, dann gehe ich lieber mit meinem Af fahren als mit falschen Leuten. Keep it real. Push and pee. Push and pee. Was heisst das? Ich weiss es, aber du musst deinen eigenen Pee herausfinden. Was ist dein eigener Pee? Ich darf nicht sagen. Sonst benutzt aber mein Pee. Er weiss auch, was Push and pee ist. Just push and pee. Aber was heisst es? Just push and pee. Aber was heisst es? Push and P. Nach meiner Recherche heisst Push and P. Just Push and P. Hey! Applaus für Gusti! Hey! Danke! Er ist P. Bleibt wie ihr seid! Wie teuer war das Dörfli, Bro? Das Dörfli an sich 600, aber ich habe 2000 Stutz investiert. 2 Mille hast du reingepumpt, Alter. Ja, das also, ist für mich wie meine Freundin, weißt du? Wie yeah. Du für deine Freundin draußen kaufst, Respekt. Kaufe ich immer wieder Sachen für mein Dörfli. Jackie. Für was brauche ich eine Frau, Mann? Die bedrückt mich eh, Alter, ist immer mit anderen Typen draus. Wenn ich das irgendwo hinlasse, Mann, das bekommt kein Bein, weißt du? Das läuft nicht weg, das bleibt dort vor Ort. Egal was du machst, mach niemals Kaffee. Wieso soll es nicht Kaffee machen? Man kriegt Depressionen. Was ist gut an Kaffee? Sag etwas Positives über Kaffee. Kaffee trinken. Der Lohn bekommt. Okay, wenn ihr Depressionen aber guten Lohn, mach Kaffee. Push him. Push him. Push him pee. Das ja, dort oben läuft es eigentlich immer. Dort auf der Burg oben? Ja, sicher. Da gehen Leute hin. Im Sommer, Winter nicht. Im Sommer. Sag mir so, du kannst dort herlaufen, nachher bist du eine halbe Stunde, zwei Stunden dort, nachher kommen Bullen, nachher musst du segeln. Also den Kindern habe ich schon eine brutale Botschaft. Ohne Witz, lernen für die Oberstufe, so behindert es tun. Sonst habt ihr nachher irgendeine Scheisslehre, die euch nicht gefällt. Oder ihr werdet, no hate, aber ihr werdet TikToker. Und das ist zwar euer Wunsch jetzt, aber wie sie 30 Jahre aussehen, dann werden wir immer mit 60 Jahren TikTok machen und mit 48. Wow! More. You open the door and the... Kennen Sie das blaue P-Emoji? Ja, ja. Was heisst das? Stoß und Pisse, oder? Was? Push and P. Stoß und Pisse. Stoß und Pisse? Push in. Push in. Aha, ich witze in Stoße. Also zum Abschluss sind wir dann auf Spreitenbach gekommen, aber es hat literally kein Mensch da. Spreitenbach, ziemlich leer. Wir sind das zweite da. Es ist ziemlich schwer. Push a P. Push a P. Abonniert den Kanal, danke fürs Schauen. Push a P.
weiss gar nicht, wo ich hinlaufe.